Hey Leute, ich bin Sven Gustav von Tokyo Hotel. Ich nehme euch mit auf meine Baustelle von meinem Haus in meiner Lieblingsstadt Magdeburg. Ich zeige euch, was ich so vorhabe und wir schauen uns gemeinsam an, wie das funktioniert. Willkommen in meinem Haus. Hier sind wir jetzt so im Herzstück. Das wird das Wohnzimmer. Da drüben haben wir die Küche. Es wird sozusagen ein, wie sagt man, Küchenwohnzimmer, Wohnzimmerküche, offene Küche. Es gibt ja Küchenmenschen, es gibt Wohnzimmermenschen. Ich bin ein Küchenwohnzimmermensch. Hier sind wir nun, im Elternflügel, sage ich ganz gerne. Wir unterteilen uns das Ganze hier noch so ein bisschen. Von hier aus kann man dann ganz, ganz wunderbar auf den Pool schauen und auf die Terrasse. Ach, ist das schön. Das kann man sich doch eigentlich ganz gut vorstellen, oder? Wenn man hier früh morgens sitzt mit seinem Kaffee und seinem Keks und abends dann vielleicht doch mal mit seiner Schorle. Guter Gedanke. So, und weiter geht's. Moment. Willkommen im Langzeit-Gästebereich. Nein, Spaß beiseite. Es wird das Kinderzimmer mit anschließendem Badezimmer. Wir unterteilen das Ganze hier noch so ein bisschen. Und dort hinten, da ist so ein Stückchen weiter. Vielleicht könnt ihr es erraten, mein ganz großer Favorit. Irgendeine Ahnung? Gar keine? Okay, ich verrate es euch. Mein Musikzimmer. Ich habe mich schon mal richtig gut vorbereitet. Ich möchte das Musikzimmer auch so ein bisschen besonders gestalten, weil es ja nun auch mein Zimmer ist und da habe ich schon so ein, zwei Gedanken, vielleicht eine richtig coole, kreative Wand irgendwie zu machen, wo ich dann auch unsere Preise hinstellen bzw. auch hinhängen kann, die wir ja so im Laufe der Jahre bekommen haben. Und ja, ich werde mir einfach mal ein paar Vorschläge zeigen lassen bzw. auch Ideen und ja, wir mal schauen, was dabei rauskommt. Willkommen in der Sterneküche. Die erstreckt sich hier so als kleines U mit einer Kochinsel. Hier geht es in den Vorratsraum und ich komme raus aus dem Arbeitszimmer. Hier kommt natürlich noch eine Wand rein. Für den besseren Überblick schauen wir uns das Ganze einfach mal von oben an. Kommt mit. Das war meine Baustellenbegehung mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich treffe mich morgen mit meiner Malermeisterin. Dort werden wir meine gewünschten Kreativtechniken besprechen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, und da sind wir wieder. Wir sind bei meinem Malermeisterbetrieb, den ich mir ausgewählt habe. Die Susi hat bestimmt schon was vorbereitet und wir lassen uns einfach mal überraschen. Guten Morgen. Guten zusammen. Morgen. Na? Na, alles gut? Ja, und selbst? Ja, auch gut. Sehr schön, sehr schön. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja. Wollen wir mal rausgehen, mal gucken? Sehr gerne, sehr gerne. Na sehr dann. Gerne. Ich folge dir. So, Gustav, ich habe denn schon mal ein paar Dinge vorbereitet. Mhm. Zuallererst einen Kaffee. Mhm. Das ist immer gut. So, wie du magst. Ja, danke. So, und dann haben wir ja im Vorfeld beide schon mal besprochen, dass du ja nicht wirklich Tapeten möchtest. Nein. Deswegen habe ich auch gar nicht mit Tapeten angefangen. Das finde ich gut. Außerdem hatten wir ja besprochen, dass du gerne einen PVC-Boden haben möchtest, ja, den du aber komplett in einer Sorte durchziehen möchtest im Haus. Ja. Deswegen würde ich sagen, was auch ist, sieht ja auch immer schöner aus. Mhm. Deswegen würde ich sagen, gucken wir erstmal zu den PVC-Böden, ja, was in Frage kommen würde. Mhm. Und dann orientieren wir uns an allen anderen. Okay. Ja? Macht Sinn, macht so. Sinn. Ich habe hier auch schon mal nur zur leichten Orientierung noch mal deine Zeichnung vom Haus, ja, ausgedruckt und noch mal reingeschrieben, wo der Belag reinkommt. Ja. Nur, dass wir schon mal eine leichte Orientierung haben. Genau. So, also hier hätten wir viele Holzoptiken, mhm, und hier haben wir ein paar Steinoptiken. Ja. Denn sag mal, was wäre denn so deine Vorstellung? Davon abgesehen, dass der große Wohn-Essbereich
Das wird ja schon so eine Betonoptik so ein bisschen werden. Ja. Von daher will ich das eigentlich nicht überall im Haus haben. Dass ja. dann eigentlich so wirklich diese, sag ich mal, helleren Töne als auch die Steinoptiken, glaube ich, so ein bisschen rausfallen. Ich glaube, überall so ganz das Gleiche, das wäre dann irgendwie auch ein bisschen drüber, glaube ich. Ich denke, wenn du hier überall Betonoptik hast, das ist ja eine sehr, sehr große Fläche, ja. dann macht sich nachher in den angrenzenden Räumen so ein wärmeres Holz schon ein bisschen besser. Ja. Ich würde es auch nicht zu strukturiert nehmen. Also hier das hier zum Beispiel, das wäre auch zu dolle, das wird nachher alles zu unruhig. Ja, okay. Ich würde wirklich hier in diesem Bloß Bereich mit bleiben. Mit so einer leichteren Maserung. Genau. Mhm. genau. Das finde ich aber auch ganz schön hier, ne? Ja, das sieht schick aus, aber es ist natürlich in dieser Kombination, es ist ein großer Raum, es ist eine schlichte Küche, da wirkt das natürlich. Okay. Aber wenn du das nachher in einem kleinen Raum siehst, mit weiteren Möbelstücken drin, mit noch einer kreativen Wand, wo ein bisschen Struktur oder ein bisschen Muster drin ist, dann ist das nachher einfach zu viel, weil dann weißt du nicht, worauf sollst du dich konzentrieren, auf die Wand oder auf den Boden, was finde ich jetzt schöner. Ja. So, das wären eben diese, wo ich sagen würde, das ist was Neutrales. Hier hast du noch mal ein bisschen Muster drin, geht auch noch, weil es etwas zurückhaltender ist. Aber wenn das so in Verkaufsräumen ist, so wie die das jetzt hier so darstellen, dann scheinen die ja schon recht robust zu sein, ne? Die Planken, die sind robust, ja. Die haben ja hier auch eine ordentliche Nutzschicht für den Wohnbereich ausreichend. Und die sind ja auch sehr strapazierfähig, die sind pflegeleicht. Gut, also kann da jetzt nichts passieren, wenn Kindchen da irgendwie... Nein, solange sie nicht mit einem Hammer oder mit einem Schraubenzieher da reinhackt. Ja. Und selbst dann hast du bei den Planken immer noch einen Vorteil, man kann das mal schnell ausbessern. Mhm. Du kennst ja, wie so ein Laminat ist und so ähnlich ist das auch. Ja. Nur, dass es eben der reine PVC ist. Ja. So, es ist dünner, es ist... flexibler und du klebst die ja aneinander. Mhm. Und so hast du den Vorteil, wenn mal eine Planke beschädigt ist, du kannst die wieder rausnehmen und kannst eine neue einsetzen. Das ist natürlich genial. Dann sag doch mal, was so deins wäre. Ja, anscheinend magst du es ja etwas dunkler und gräulicher. Ja. Ja. Ja, ich mag es dunkel. Okay. Naja, dann müssen wir uns eben, dann muss ich mich dem jetzt anpassen. Ja, dann musst du dich jetzt anpassen. Was mit der 417, die gefällt mir irgendwie auch so auf Dauer so ein bisschen. Also die vier fallen für mich eigentlich komplett raus, weil die finde ich echt, weiß ich nicht, die finde ich zu langweilig. Es ist eben nachher wirklich sinnvoll, im Raum zu stehen, grob einen Plan zu haben, wo kommt was hin, damit wir wissen, wo haben wir eine Wand, wo wir eine Gestaltung einbringen können, wie wirkt das mit dem Boden nachher, ja? Also würde ich mir jetzt einfach vielleicht die 417 notieren. Ja. Dass wir davon mal eine Musterplanke besorgen. Mhm. Und wollen wir dann die 423 mal probieren? Oder sagst du, hörst du auf mich und sagst, nee, lieber nicht? Na, ich weiß es nicht. Ich weiß, oder die 422? Zeig mir mal die 420. Wie sieht denn die so auf dem Bild aus? Oh. Bitte die Einrichtung wegdenken. Oh, Gott, je. Ja. Der ist aber, der wirkt heller auf jeden Fall. Der ist heller, ja. Und kühler. Heller und kühler. Hm. Ne, kühl soll es nicht unbedingt sein. Hell ja, aber nicht kühl. Naja, es kommt nachher auf die Wände drauf an. Achso, ja gut, wenn man die Wände natürlich, ja. Wenn sie nicht ganz weiß sind. Ja, dann probieren wir die auch nochmal, die 420. Ja. Dann schreibe ich die mit auf. Ich denke, dabei sollten wir es belassen, weil sonst ist es nachher wieder zu viel. Okay. Es ist ja jetzt schon zu viel. Alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Ja. Wir versuchen es mit den drei Sorten. Wenn auch deine Frau sagt, geht gar nicht, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Mhm. Ansonsten gucken wir... Oder wir sagen ja einfach, es gibt bloß die drei Sorten. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gut, dann haben wir jetzt diese Sorte, diese Sorte und diese Sorte. Ja, ich glaube, das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden einmal komplett durch, was auch die Wandgestaltung angeht. Weil da gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten über Spachteltechniken, Kreativtechniken, etc. oder ob man sie einfach nur weiß lässt. Und ich glaube, da hast du schon was vorbereitet, ne? Richtig. Ja. Also zunächst mal haben wir ja gesagt, wir möchten das Ganze relativ schlicht halten und nur hier und da ein paar Highlights setzen. Ja. Aus fachlicher Sicht empfehlen wir immer, ein Malervlies zu kleben, sowohl auf Decken als auch auf Wandflächen, weil du einfach nachher eine homogene, einheitliche, glatte Fläche hast. Und du hast den Vorteil, was ja bei neu gebauten Häusern sowieso immer ist, es bilden sich ja irgendwann Risse in den Fugen der filigranen Decken, in den Fugen der Wände oder es können ja immer irgendwelche Haarrisse kommen und das Malervlies überbrückt das. Also das ist komplett glatt. Das kannst du überarbeiten, mit welchem Material du möchtest, mit welcher Farbe du möchtest. Und dann hast du... Also ich muss nicht irgendwann nach, wenn es mir nicht gefällt, mit dem Ragebrett rübergehen, das abziehen und... Nein. Also das wird mit einem speziellen Kleister geklebt. Wenn es einmal klebt, dann klebt es. Ja. Du kannst es immer wieder ausbessern, wenn du mal
einen Schrank dran hast und der gefällt dir nicht mehr, hast du mehr Löcher in der Wand, genau, dann kannst du zuspachteln, wieder überstreichen, überarbeiten, das ist alles kein Problem. Achso, das hört sich gut an. Mhm. Ja. Also das empfehlen wir immer bei unseren Kunden, die jetzt nicht so viel mit Tapete im Sinn haben. Ja. Und dann empfehle ich auch weiterhin im Haus, es ist ja nun mal ein gesamtes Haus, das heißt, ich würde auch irgendwo gucken, dass sich in jedem Raum irgendwie was wiederfindet. Das bedeutet, dass wir eben wirklich uns für erstmal eine Grundfarbe entscheiden. Weiß. Weiß? Vielleicht für die Decken? Ja. Oder es gibt ja auch ein schönes Altweiß. Was ist denn Altweiß? Altweiß wäre beispielsweise, auch da gibt es x-beliebige verschiedene Sorten. Ich sag jetzt mal, das ist etwa so. Das hat einen leichten gelblichen, gräulichen Stich. Es ist nicht ganz so krankenhausmäßig weiß. Und es bringt immer, es bringt immer wirklich... Es sollte nicht wirken wie eine Klinik, das auf jeden Fall, ja. Eben. Und es sollte nicht wirklich, oder man kann auch, hier, das könnte auch als ein Altweiß gelten. Ja. Das geht so ein bisschen ins Beige-liche. Mhm. Dann gibt es welche, die so ein bisschen ins Gelbe gehen. Mhm. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene, so ganz komplett weiß, wie das jetzt hier ist oder hier ist, ist immer sehr trist. Ja. Okay, verstehe. So. Und so hast du auch schon alleine, wenn du in den Raum oder in das Haus reinkommst, eine gewisse Grundwärme drin. Mhm. Also es ist nicht so kahl, es ist nicht so weiß. Du siehst es nicht, du denkst, es ist weiß, aber es hat eine ganz andere Wirkung auf dich. Ja, okay, ja. Ja, was ja immer sehr trendig derzeit ist, sind ja diese grauen und diese Schlammfarben. Mhm. Das ist ja hier, wenn du hier siehst, diesen Ton, das ist ja ein warmes Grau. Ja. Und wenn du das in ganz, ganz hell nimmst, was eben auch nicht komplett weiß ist, harmoniert auch schön dazu. Okay, aber wenn man das jetzt echt so nebeneinander hat, dann sieht man da echt die Unterschiede, ne? Ja, genau. Man sieht tatsächlich Unterschiede. Muss man natürlich auch nachher wirklich am Fenster gucken im Haus, wie wirkt diese Farbe. Ja. Das ist wirklich wichtig. Ich finde den ja hier echt ganz gut. Der wirkt tatsächlich wärmer als die anderen beiden hier. Das sind wirklich nur Nuancen, ne? Aber das ist, wenn man das wirklich nebeneinander hält, so alle drei übereinander, das ist schon verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Unterschiede sein können. Und was wir auch machen können, da es ja wirklich sehr, sehr hell ist, wir können auch die Decken damit streichen. Ja. Also wir müssen nicht schneeweiße Decken machen und die Wände so. Wir können das auch alles in einem durchziehen. Ja. Das geht auch. Ja, deswegen... Wäre auch eine Überlegung. Macht man Decken sonst anders? Nein. Also Geschmackssache wahrscheinlich. Ja, in der Regel macht man die Decken immer weiß. Ja. Aber ich mache es eben auch oft, wenn man sich für diese Sachen entscheidet, dass man eben so ein Altweiß nimmt, dass wir dann auch die Decken mit durchstreichen. Ja, klar. Ja. Weil so hast du wirklich nachher keinen Farbunterschied. Du hast die Farbe in einem durchgehend. Mhm. Das ist ein harmonisches Bild nachher. Ja, klar. Das klingt logisch. Ja. Und würde ich das mal mit einem Fragezeichen vermerken? Ja. 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 Ja? Und dann überlegen wir uns jetzt mal, wo wir denn so ein paar Highlights haben möchten. Ja. Ja? Also ich nehme mal an, auf jeden Fall im Wohnzimmer. Möchtet ihr ja bestimmt. Im Wohnzimmer auf jeden Fall, ja. Also ja. Da hatten wir eigentlich schon, wir haben eigentlich schon so eine relativ gute Vorstellung, was die Einrichtung jetzt so angeht. Das ist gut. Und auf jeden Fall ist das hier drüben die Wand sozusagen, wo dann so Fernseher stehen sollen und so. Was ja hier toll ist, du hast ja schöne große Fenster. Ja. Das heißt, wir können uns ruhig für was Kräftigeres entscheiden. Ja. Ja. Also wir haben zum Beispiel Rostoptiken. Ja. Muss nicht so ausgeführt werden, wie es jetzt hier ist. Ja. Ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nur, dass der Endkunde sieht, wie es aussehen kann. Ja. Genau. Also diese Tropfen müssen nicht sein, diese Unterbrechungen müssen nicht sein. Man kann das alles in einem durchziehen. Mhm. Das gefällt mir sehr gut hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gibt dem Ganzen ja auch noch so ein bisschen mehr Leben. Ne? Also klar kann man das auch bestimmt auch weniger machen, ne? Aber also das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde ich dir auch ganz gern mal draußen zeigen. Ja. Weil das ist ja auch eine metallische Technik, dass okay. du nachher auch den, dass du siehst, wie das im Licht nachher wirkt. Weil du dadurch, dass du hier Fenster drin hast, hast du ja nachher ja auch einen entsprechenden Lichteinfall. Gibt es da was in nicht im Braun, sondern vielleicht auch im in so Richtung dunkelgrau, schwarz so? Ja, so. Gibt es auch. Weil ich glaube, das passt besser, wenn ich da den Fernseher zu hängen habe, dann ist das, glaube ich, mit dem Braun vielleicht nicht so. Das hier ist dasselbe Material. Ja. Oh, das sieht immer gut aus. So, das ist die Kreativtechnik Schwarzstein. Oh. Das ist im Prinzip dasselbe wie das, nur ja. in einem anderen Farbton. Der Auftrag ist natürlich auch anders. Ja. Und auch hier sind wir wieder ganz frei in der Gestaltung. Wirkt das nicht zu dunkel? Nein. Also du hast genug Lichteinfall in deinen Räumen
Und du hast ja nur diese eine Wand, ja. Der Rest ist ja hell. Ja. Und solange es nur diese eine Wand ist und nicht zwei oder drei Wände, ist das völlig in Ordnung. Ja. Und wir können ja mal rausgehen, dass du einfach mal siehst, wie es aussieht, wenn da das Licht drauf kommt, dass du die Glitzerpartikelchen siehst. Mhm. Du hast ja noch mal ein ganz anderes Bild davon. Ich finde das Hammer. Ich finde das richtig gut. Schön, habe ich genau ins Schwarze getroffen, im wahrsten Sinne? Ja, ja. So. Obwohl es nicht mehr schwarz wirkt jetzt, ne? Richtig, also durch die Sonneneinstrahlung ist jetzt mehr Leben drin. Du siehst die Glitzerpartikelchen, du siehst jetzt, dass es nicht schwarz wirkt, sondern eher gräulich und ein bisschen weißlich auch. Und wenn du dir das jetzt auf die gesamte Fläche vorstellst und du hast die Lichteinstrahlung, so wie du es jetzt auch hast, das ist ja fast ähnlich, dass die Sonne von dieser Seite kommt. Ja, und so sieht das dann nachher auf deiner ganzen Fläche aus. Und ich denke nicht, dass das zu dunkel wird. Nee, auch nicht so glitzerig, wie ich gerade dachte. Nee, auch nicht so glitzerig. Das ist nur wirklich nur so ganz minimal. Richtig, ja. Genau. Nicht, dass es so eine Glitterwand auf einmal wird, ne? Das wollen wir auch nicht. Nein, also das ist dann auch zu viel des Guten. Ja, das hätte ich auch nicht vorgeschlagen. Okay. Nein, nein, alles gut. Ja, das wäre jetzt die Technik fürs Wohnzimmer. So, Gustav, jetzt haben wir ja schon einmal Schwarzstahl und Rostoptik abgearbeitet. Ja. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar andere Techniken vorbereitet. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du unter anderem in deinem Musikzimmer auch was Cooles machen möchtest. Ja. Ja. Da hast du ja was von Platten erzählt, die du gerne an deine Wand hängen wolltest. Genau, ja. Unsere Auszeichnung wollte ich da eigentlich so hinnehmen. Genau, ja. Dass das mal so gesammelt alles an eine Wand kommt. So. Das ist eine schöne Idee. Und mal gucken, ob wir da eine schöne Technik für finden. Ja. Also ich habe hier einmal diese Technik. Die ist ein bisschen rustikaler. Ja. Und von der Farbigkeit her jetzt sicherlich nicht ganz passend. Aber das können wir ja dann immer noch abstimmen. Hat aber was, ne? Ja, hat aber das wäre was. Dann habe ich hier noch was Cooles. Wo natürlich sich so eine goldene Schallplatte auch toll vor. Olle Wetter! Ja. Ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Und dann haben wir noch eine Technik. Das ist diese klassische Betontechnik, wie es ja jetzt auch viele mögen. Das ist ja auch wieder so der neueste Schrei aktuell. Ja. Mit dieser Betontechnik. Da könnte ich mir auch. Das ist aber, eine Spachtelmasse oder was? Oder wie? Das ist eine Spachtelmasse, genau. Das wird auch aufgespachtelt, das sieht da werden diese Muster reingemacht. Ja. Ja, ja, da gibt es so die ein oder anderen Trick, wie man das dann hinbekommt. Mit der das wirst du ja dann sehen, wenn wir es machen. Da bin ich aber gespannt. Das finde ich ziemlich abgespaced hier. Ja, richtig. Auch hier hast du wieder den Glitzereffekt. Ja. Und hast natürlich nachher auch einen super Kontrast. Kann man das als Decke ausführen? Ja. So unter so einer abgehangenen Decke mit Sternenhimmel dran. Ja, das kann man auch als Decke ausführen. Das finde ich eine gute Idee. Oh Gott, das wird bestimmt eine Villa-Kunterbund bei uns. Ja. Nein, da fasse ich schon auf, dass wir es nicht übertreiben. Also wenn wir eine Decke so gestalten, dann machen wir aber nichts anderes mehr in dem Raum. Okay, ja, nee, das ist logisch, ja. Ja, da würde jetzt so eine Betonoptik, glaube ich, nicht so ganz so passen. Nein, richtig. Ja, also ja. Das wäre eine Möglichkeit in der Decke. Wieso wolltest du Sternenhimmel? Ja, ich finde Sternenhimmel total toll. Hat man das Gefühl, dass man draußen schläft, obwohl man eigentlich drin ist. Jetzt haben wir viele verschiedene Kreativtechniken gesehen. Die Auswahl ist riesengroß, es ist ja nur ein kleiner Teil, aber ich bin jetzt schon komplett geflasht, dass ich eigentlich am liebsten alles in meinem Haus haben würde wollen, aber ich glaube, das wird auch einfach ein bisschen zu bunt. Aber diese Rostoptik hier zum Beispiel, die ist mir nochmal gerade in den Blick gekommen und die fände ich richtig, richtig gut für mein Lieblingszimmer, für mein Musikzimmer. Damit eine Wand machen, ich glaube, das flasht einen dann so richtig, wenn man da reinkommt. Da kann man auf jeden Fall gut was irgendwie noch mit dranhängen. Ob das jetzt goldene Platten sind oder Preise, die ich dann habe, das werden wir ja dann noch sehen. Bei dem hier bin ich auch irgendwie ziemlich überzeugt, das wirklich vielleicht als Decke zu machen. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Da muss ja auch noch meine Chefin ein Wort mitreden. Aber die Auswahl ist auf jeden Fall riesig. Und sich hier zu entscheiden, fällt einem schon schwer. So, Gustav, zum Abschluss des Tages, weil ich dir ja nicht schon genug gezeigt habe, kommt jetzt noch mal ein richtiger Knaller. Ja, weil ich nicht schon überfordert genug bin. Genau, damit du auch mit einem richtig schönen dicken Kopf nach Hause gehst und deiner Frau ganz viel erzählen kannst. Was ist das denn jetzt? Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass wir zum Thema Licht und Helligkeit, dass ich da noch was habe. Und zwar gibt es da diese sogenannten Tune Lights. Ja. Das ist jetzt ganz neu von Brillux. Okay. Da muss ich einmal kurz mich an Strom anklemmen. Mhm. So. Finde ich aber sexy.
Das ist ganz sexy, genau. Darf man sexy sagen? Ich finde das sexy. Oh. So, schau mal. Ja. Also das sind diese Profile, die werden an die Wand angebracht. Ja. Und je nachdem, wie und wo du es haben möchtest, werden halt diese, ja, diese Lichtleisten drauf installiert. Ja. So, und da gibt es diese schicke Fernbedienung. Ja. Da gibt es so schöne Spielereien wie dimmen und in kaltweiß ändern. Ja. Und wieder zurück. Ja. Dann kannst du das in verschiedenen Helligkeiten machen. Ja. Hier ist es okay, ganz ja. dunkel. Mhm. Also so, wie du möchtest. Dann hast du hier diese verschiedenen Leisten, die du halt an die Wand anbringst. Wie zum Beispiel, nur als Beispiel, diese hier. Ja. Musst du dir vorstellen, hängt dann dort oben an der Wand. Ja, logisch. Und hier oben kommt das Band drauf und du hast das Licht, das so schön nach oben an die Decke scheint. Und das kann man mit denen hier allen dann so variieren? Das kann man mit denen variieren, genau. Also wir haben hier noch ein kleines Heftchen dabei. Ja. Da kannst du wirklich gucken, wie die ganzen Profile denn, wie das denn wirklich aussieht, damit du mal so eine kleine Vorstellung hast, wie die angebracht sind, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Da hast du sogar hier die Möglichkeit, dass du das doppelt kleben kannst. Ja. Das sieht natürlich auch cool aus. Ja, und wenn du so richtig spinnen willst, hast das, du noch... Das tut er ja gerne. Ja, genau, das tust du ja gerne. Ja. Hast du beispielsweise noch die Möglichkeit, das als Fußleiste zu nutzen, sodass du den Boden beleuchten kannst. Also beispielsweise... Andersrum sozusagen. Genau. Dass du das so anbaust und dieses Licht ist da drunter. Ja. Und dann hast du auch den Boden beleuchtet, was ja für abends oder für nachts auch eine schöne Beleuchtung ist. Das ist das, was ich dir noch unbedingt zeigen wollte. Das Wichtigste und Tollste habe ich dir somit heute gezeigt. Ja. Jetzt ist es an dir, dir Gedanken zu machen, was schön wäre, was du dir vorstellen könntest. Wir sollten uns dann vor Ort treffen. Deine Frau sollte dann sicherlich auch ruhig mit bei sein. Ja, ein bisschen mit Spracherecht. Die soll natürlich auch mit Spracherecht haben, ja. Genau. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass du einiges mitnimmst. Herzlichen Dank, sage ich erstmal. Sehr viel gezeigt und gesehen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und ja, wir besprechen das einfach mal, würde ich sagen, in den nächsten Tagen mit Madame. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke dir. Ich danke auch. Bis später. Bis dann. So Leute, das war mein Nachmittag mit der Susi. Ich bin völlig begeistert von den ganzen Eindrücken, von den Kreativtechniken, Farben, von dem Licht, von dem Tune-Light, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Da muss ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen, muss mit meiner Frau drüber sprechen. Die hat natürlich da auch ein Wörtchen mitzureden. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wo die ganze Reise jetzt noch hingehen soll. Ich bin völlig geflasht von all dem, was jetzt überhaupt schon passiert ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dranbleibt bei den nächsten Videos, beim Hausbau von meinem großen Projekt sozusagen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis demnächst. Wie ihr sehen könnt, wir haben eine Decke. Ich habe hier die Fassadenentwürfe mitgebracht. Überraschung, Überraschung. Ist sowieso nicht so deins. Das wird richtig cool. Ja, wir freuen uns drauf. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.